Sie sind hier, 27. September 2018, 15.36 Uhr, von Florian Merz. Lesedauer, 2 Minuten. Vergrößern, verkleinern. Niklas, 99 FC. Will Alba unterschreibt für 2 Jahre beim FC Basel in der Schweiz. Urheberrecht EA Sports. FC Basel, ein Beben geht durch die Reihe der FIFA-Profis. Kurze Zeit nachdem Philipp Eisvogel Schermer zu Schalke wechselte, unterschreibt Niklas 99 FC bei Basel. Er ist einer der besten FIFA-Spieler der Welt. Niklas 99 FC, Will Alba gehört zur absoluten Weltelite im digitalen Fußball. Nun wechselt der PS4-Bracket-Sieger des FUT Champions Cup in Barcelona und den Global Series Playoffs in Amsterdam zum FC Basel in die Schweiz. Somit gehört der gebürtige Argentinier neben Florian, Cody Müller und Tim Terxner Katnavat Ost zum FIFA-Aufgebot des Schweizer Fußballclubs. Einer der ganz Großen vor seinem Wechsel zum FC Basel schnürte Gonzalo Niklas Will Alba seine digitalen Schuhe für das FIFA-Team der deutschsprachigen Statistikplattform Transfermarkt.de. Mit der Verpflichtung des Shootingstars möchte der FC Basel das eigene Engagement im Esports weiter ausbauen. twitter.com/1893/status/1045529075717173727232 Esports bewegt die Massen. Wir wollen in diesem Feld gut aufgestellt sein, um auch künftig national wie international eine ambitionierte und führende Rolle einnehmen zu können. Wir sind überzeugt, dass uns Niklas mit seinem Talent dabei helfen kann, so FC Basel COO Roland Herr. Niklas unterschreibt einen 2-Jahres-Vertrag beim Schweizer Traditionsklub. Weitere FIFA-Artikel: Die neuen Taktikeinstellungen in FIFA 19, FIFA 19, die Rückkehr des Signal Iduna Parks. Interessant daran ist jedoch der Zeitpunkt, zu dem Basel die Vertragsunterzeichnung bekannt gibt. Erst jüngst kam es in einem Spiel zwischen den Young Boys Bern und dem FC Basel zu einem Eklat, als Teile beider Fanlager Tennisbälle und Gamepads Spielkonsolen-Controller auf den Rasen warfen. Damit sollte ein Zeichen gegen die weitere Investition bzw. das Ausweiten des Esports-Engagement gesetzt werden. Von Florian Merz folgen @vielaude. Florian Merz, Jahrgang 1990, geboren in Oberkirch, schrieb während und nach seiner Ausbildung an der Heinrich-Hertz-Schule in Karlsruhe. Mehr